Stellt euch vor, ihr streamt seit zig Jahren auf Twitch und bis jetzt war immer alles gut, so wie ihr es gemacht habt. Und über die vielen Jahre haben sich Tausende von Videos und Clips angesammelt und plötzlich müsst ihr all das löschen. So ist es in den letzten paar Wochen vielen Streamer auf Twitch ergangen. Der Grund, plötzlich ist die Musikindustrie mit Copyright-Beschwerden um die Ecke gekommen. Streamer haben durch das Strikes kassiert oder sind sogar ganz gebannt worden. Und vielen ist dann nichts anderes übrig geblieben, als einfach alle ihre Videos und Clips zu löschen. Dumm nur, dass die Clips und Videos auf den Twitch-Server trotzdem noch vorhanden waren und sogar Strikes ausgelöst haben, obwohl sie auf den Original-Channels gelöscht worden sind. Da radiert man seine eigene Legacy aus und es bringt doch nichts. Die Streamer haben darauf aber angefangen, nach Alternativen zu suchen, zum Beispiel copyright-freie Musik, oder haben sogar angefangen, ganz ohne Musik zu streamen. Immerhin ist die In-Game-Musik von gewissen Games ja wirklich fantastisch und passt halt auch perfekt zu der Atmosphäre. Wer aber das Gefühl hat, mit dem sich das Problem gelöst, der irrt sich, weil oftmals ist sogar die In-Game-Musik von den Games lizenziert. GTA 5, FIFA, Kingdom Hearts, Life is Strange sind nur ein paar von diesen Spielen. Ich persönlich habe noch keine Beschwerden bekommen seitens Twitch betreffend Urheberrechtsproblem. Allerdings habe ich natürlich viele Kollegen und Kolleginnen, die bereits ermahnt, gestrikt oder schon gebannt worden sind, im schlimmsten Fall. Und aufgrund von dem habe ich einige bis sehr viel von meinen VODs und auch Clips gelöscht auf Twitch. Einfach aus Vorsichtsgründen, weil ich keine Lust habe, aufgrund von einem Lizenzstreit zwischen Twitch und der Musikbranche meinen Kanal und somit auch meinen Job zu verlieren. Bei den meisten Games kann man die Ingame-Musik zwar abschalten, aber seien wir ehrlich, ohne die Ingame-Musik ist das Spiel halt oftmals einfach nicht mehr das Gleiche. Noch besser ist es gekommen, als letztens ein Streamer World of Warcraft Classic gestreamt hat. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass das nicht so problematisch sein sollte, oder? Doch. Sein Stream ist nämlich im Nachhinein an einer Stelle stumm geschaltet worden. Das ist ein Indiz dafür, dass er einen lizenzierten Sound verwendet hat. Es hat sich dann herausgestellt, dass an einem Ort in WoW das Windgeräusch urheberrechtlich geschützt ist. Ja, das Windgeräusch. Dass das viele Streamer unzufrieden macht, ist irgendwo sehr verständlich. Darum haben jetzt ein paar eine sehr interessante Protestaktion ins Leben gerufen unter dem Hashtag DMCA Sound Off, wo man zwar noch streamt, aber so ganz ohne Sound. Alright, Twitch Chat, this song's a fucking slammer. I want you to slam your heads on your keyboards. Let's get those hyper headbangs in the chat. It's like a nightmare. Cue boom, boom. Yeah. That's the sound of the guy dying. Ah! Those are the women yelling. Ah! Oh God, I'm sleeping. What in the? Hoffen wir mal, dass das nicht die Zukunft von Twitch ist. Die Meinungen gehen innerhalb der Szene ziemlich auseinander. Die einen fühlen sich ungerecht behandelt und die anderen zucken einfach die Schultern und denken sich, ja, ist ja klar, man muss ja auch nicht urheberrechtlich geschütztes Material verwenden. Bei YouTube ist ja das schon gefühlt Ewigkeiten so, dass man Inhalte, die nicht einem selber gehören, man nicht selber gedreht hat oder eine Lizenz dafür hat, nicht einfach in seine Videos packen und aufladen, geschweige denn monetarisieren. Bei Twitch war das bis jetzt aber nie so gewesen. Und genau da fängt das Problem an. Bis jetzt war es nämlich immer ganz normal gewesen, dass man in seinen Streams im Hintergrund noch Musik hat laufen lassen. Das hat jeder Streamer so gemacht. Aber eben nicht lizenzfreie Musik, sondern eben Playlists von Spotify, zum Beispiel die Charts. Und das hat bis jetzt nie Konsequenzen gehabt. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die VODs, also die Streams, im Nachhinein an gewissen Stellen halt gemutet waren. Mittlerweile sieht es anders aus. Seit ein paar Wochen kämpft die Musikindustrie wirklich rigoros dagegen an, dass ihre Musik in Streams gratis weiterverbreitet wird. Und das ist genau das, was passiert. Weil selten mal hat ein Streamer eine Lizenz dazu, die Musik weiterzuverbreiten. Selber konsumieren, ja, aber eben nicht zum Streamen. Es war also eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit, dass es passiert.
Objektiv betrachtet ist es absolut nachvollziehbar. Bei Filmen und Serien ist es ja auch nicht anders. Die meisten Streamer haben auch mit der Sache an sich auch gar nicht so ein Problem. Das Problem ist in erster Linie, wie Twitch das handhabt und kommuniziert, nämlich eher schlecht als recht. Man würde gerne sagen, sogar Twitch ist auf falschem Fuß verwünscht worden. Immerhin haben sie früher etwa 50 Copyright-Beschwerden im Jahr gehabt und mittlerweile sind es Tausende jede Woche. Aber gerade so ein Riesenkonzern wie Twitch, und immerhin gehören sie ja zu Amazon, sollte es eigentlich besser wissen. Fakt ist, viele Streamer fühlen sich von Twitch im Stich gelassen. Die sind bis dato auch nicht wirklich eine grosse Hilfe gewesen. Ausser, löscht halt alle eure Videos und Clips oder verwendet halt keine Musik beim Streamen, haben sie auch nicht wirklich mehr auf Lager, um ihre Streamer zu unterstützen. Und wie ja diverse Fälle gezeigt haben, hat ja nicht mal das wirklich etwas gebracht. Immerhin hat Twitch gemerkt, dass eine 3-Tages-Frist und ihre zur Verfügung gestellten Tools alles andere als genügend sind, um Tausende und Abertausende von Videos und Clips zu durchforsten. Und sie arbeiten jetzt an neuen und besseren Tools. Danke Twitch, I guess. Was sagt ihr zu diesem ganzen Drama? Eure Meinung in die Kommentare. Und dann vergesst nicht, das Video noch zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und checkt doch auch mal unsere anderen Kanäle aus, zum Beispiel Instagram. Dann sehen wir uns ein anderes Mal und bis dann. Ciao zusammen.